Hallo, ihr fantastischen Leute da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda Blättert. Und heute ist wieder ein Spieleberater dran. Ja, letztes hatten wir ja den Gameboy Spieleberater. Heute ist der offizielle Super Nintendo Spieleberater drin. Ich bin natürlich super vorbereitet, muss ich gerade feststellen. Wann kam der raus? Was können wir so ungefähr erwarten? Das müsste eigentlich hier irgendwo im Impressum stehen. 1992, zweite überarbeitete Auflage. Okay, also ist es auf jeden Fall das hier ein Update zu der vorherigen Version. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung, was da jetzt überarbeitet wurde, ob da jetzt irgendwie nur so kleine Fehler, Teufel, Korrektur quasi drin ist oder ob hier neue Spiele hinzugefügt wurden. Auf jeden Fall ist es die zweite Ausgabe. Das ist echt kein Ausgabejahr, ne? Auf jeden Fall scheint es ein relativ am Anfang erschienen zu sein. Aber wie man hier schon auf dem Cover sieht, sind ja schon einige Spiele erschienen. Aber ich würde sagen, genug der langen Vorrede. Wir gucken sofort mal rein, würde ich sagen, oder? Also, wir haben ein Super Mario Special, Unheimliche Begegnung, Sport, Action, Filme und Comic Stars, Turbo Power, deutscher Bildschirmtext und Super Mix. Ja, also da, wo sie alles reingetan haben, wo sie nicht wussten, was irgendwie reinkommt. Ja, das habe ich hier auf jeden Fall, den Spieleberater habe ich bei der RetroCon in Bonn mir geschossen. Ich finde ja diese Zeitdokumente, wie ihr wahrscheinlich alle, weil sonst hättet ihr jetzt nicht drauf geklickt, einfach wunderbar, weil die so ein bisschen diesen Zeitgeist perfekt einfangen auf jeden Fall. Ja, wir sehen hier Super Nintendo ein paar allgemeine Sachen. Mosaikfunktion, die ist neu, denn natürlich hier Mode 7. Ich weiß gar nicht, ob sie das hier schon Mode 7 quasi offiziell genannt haben. Nein, schrittweise Zoom und sowas, aber das ist ja heute dieser Effekt unter diesem Mode 7 Effekt bekannt, was halt die anderen Konsolen zu der Zeit nicht so konnten. Und daher konnte man sowas wie Pilot Wings oder F-Zero oder auch später Mario Kart und so weiter natürlich super machen, indem man einfach diese Hintergründe entsprechend immer skaliert. Und also guckt euch irgendwelche Videos auf YouTube an, 100%. Technisch kann ich das jetzt euch natürlich jetzt auch nicht erklären. Ja, mehrfaches Scrolling, der Parallax-Scrolling war natürlich auch möglich. Ja, die Sprites waren einfach größer. Es konnte halt mehr auf dem Bildschirm gezeigt werden. Farbüberlagerung hatten wir da. Schöne Farbpalette, ja klar. 8-Bit zu 16-Bit ist natürlich ein durchaus Upgrade. Ja, und natürlich sensationale Raumeffekte haben sie es genannt, was natürlich auch durch diesen Mode 7-Effekt einfach ja, möglich war. Diese Schleudern der Gegner in den Bildschirm rein und so weiter. Die Hintergründe leben und Super Sounds, ja, also Super Nintendo war einfach unter jedem Aspekt besser. Aber nun gut, kommen wir zu dem ersten Spiel, was hier vorgestellt wird. Und natürlich der Klassiker Launch-Titel und eines der besten Plattformer auf den System. Vielleicht nicht nur System, sondern auch alle Zeiten, also 2D-mäßig logischerweise, weil das war natürlich alles noch 2D. Super Mario World, ja, besondere Geschichte. Komischerweise hatte ich das Spiel damals nicht. Ich weiß nicht warum, aber das war ja bei vielen Super Nintendo Versionen das Pack-In-Game war also dabei. Und ich habe anscheinend damals eine Super Nintendo Version bekommen, wo das Spiel nicht dabei war. Ich habe das Spiel nämlich nur bei einem Kumpel immer gesehen und fand das damals schon faszinierend, aber später bekam ich dann halt Super Mario World 2. Und deswegen ist für mich halt dieses Super Mario World 2, obwohl es so viel anders ist, schon gefühlsmäßig irgendwie besser. Es gibt ja diese Leute, die finden den ersten Teil besser, die anderen den zweiten Teil. Sind beides fantastische Spiele, will ich nicht abreden, aber für mich ist halt der zweite Teil so ein Tick besser. Ja, Super Mario World, Hammer. Im Prinzip kann man sich es vorstellen an Super Mario Bros. 3 auf Steroide, wenn man das irgendwie so bezeichnen möchte. Auf jeden Fall viel richtig gemacht. Yoshi wurde das erste Mal eingeführt und zeigte gleich echt super einfach die Technik, was das System alles leisten konnte. Und dieser Stil, der wurde ja auch später dann zum Beispiel bei Super Mario Land 2 so ein bisschen übernommen, diesen Mario-Stil. Gefühlt war das dann eine Zeit lang der offizielle Stil, wie Mario auszusehen hat. Wunderbares Spiel mit ganz vielen Geheimnissen auch versteckt, viele Ausgänge. Also man kann das Spiel ganz normal durchspielen und hat vielleicht die Hälfte des Spiels gesehen, weil man die ganzen versteckten Eingänge und Ausgänge und so weiter einfach nicht gefunden hat. Wie hier ja aufgeführt wird, grüner Schalterpalast, roter Schalterpalast, blauer Schalterpalast. Und damit kann man halt so gewisse Steine dann aktivieren. Aber ganz ehrlich, ich will mich bei dem Spiel jetzt auch nicht groß aufhalten, weil ich wette,
mindestens 99% von euch kennen dieses Spiel und haben es schon zu Genüge gespielt. Es ist einfach ein Kultspiel, was einfach wirklich jeden Super Nintendo-Besitzer Präsenz sein muss. Wunderbar einfach nur. Wunderbar und auch allein der Sound und so weiter. Wie man sieht, hier gehen sie sehr, sehr detailliert da drauf. Gefühlt, ja gut, wenn das Magazin natürlich so früh erschienen ist, dann haben sie wahrscheinlich sich eher wenige Spiele herausgenommen, aber denen halt ausführlich erklärt. Wobei natürlich hier bei so einem Super Mario World, da kann man sich ruhig Zeit lassen, weil da steckt ja wie gesagt so viel drin auf jeden Fall. Mario Paint, ja, war super. Kam mit der Maus und mit der, das war halt revolutionär, dass es die Maus für eine Konsole gab. Also das ist natürlich heute schon sehr ungewöhnlich. Ich habe mal gelesen, dass es irgendwie so für Playstations und so weiter eine Maus gibt, so für Ego-Shooter. Aber ich glaube, das ist ein sehr, 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 sehr starkes Nischenprodukt. Aber ich kann das jetzt auch falsch im Kopf haben. War super, war im Prinzip, ja, also ich habe das so ein bisschen belächelt, weil zu der Zeit habe ich natürlich auch schon mit meinem 386er PC. Und dann gab es natürlich auf Windows gab es auch sowas wie Paint, wo man auch so ein bisschen rumkriegeln konnte. Ne? Und zumindest das Malerische war dann natürlich dasselbe. Wobei Mario Paint natürlich noch so ein bisschen einen draufgesetzt hat. Also was ich am schönsten davon finde, ist halt diese Musik. Kreation, nicht unbedingt hier dieses Zeichnen, weil wir wissen es alle, wie es ist mit so einer Maus. Das war ja nur noch so eine Kugel im Haus, wie es da ist, den ganzen Kram zu malen. Das sieht meistens nicht gut aus. Ne? Gut, dann können wir hier natürlich noch hier mit den Pixel Art quasi machen, so Stamps machen. Natürlich Sachen ausmalen, dann gibt es natürlich Füllwerkzeuge und so weiter. Halt so im Prinzip, was ihr mit Paint kennt, das gab es da halt auch. Ja, dann gab es natürlich auch noch so ein paar Minispiele, um die Leute halt an die Maus ranzuführen. Weil ihr müsst bedenken, so mit einer Maus umzugehen, das war damals nicht so selbstverständlich wie heute. Da mussten die Leute echt so ein bisschen rangeführt werden. Das war hier im Prinzip hier so ein Gnet-Attack hieß das. Da waren halt so ein paar Mücken. Ihr habt halt eine Fliegenklatsche oder waren es Fliegen? Keine Ahnung, Fliegen oder Mücken. Eins von beiden habt ihr dann halt gesteuert und dann musstet ihr im Prinzip nur draufklicken, dass ihr die kaputt halt klatscht. War im Prinzip so ein bisschen Übung mit der Maus umzugehen, schnell irgendwo hin zu bewegen und so weiter. Prinzip ein sehr, 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 sehr simples Spiel. Ja, dann haben wir hier noch Zeichentipps. Ja, herrlich, super. Natürlich hier mit Stempeln und so weiter. Wird hier alles vorgezeigt. Ja, diese Trickfilmland, Animation. Das war natürlich auch sehr nett, war ich aber immer zu doof zu. Wobei ich natürlich auch immer ungefragt an solchen Stellen anführe. Ich hatte ja nicht Super Mario Paint damals. Ich hatte Fun Games, auch so geschrieben, Fun, also wie ein N, Games. Das war im Prinzip eine billig Abklatschversion davon, auch ohne Maus. Ja, also im Prinzip konnte das alles genau dasselbe, aber halt ohne Nintendo-Charme. Und ohne Nintendo-Charme ist das präsentierte halt denn noch viel, viel schwächer, könnt ihr euch vorstellen. Aber, wie gesagt, dieses Musik, diese Soundfabrik, die fand ich echt cool. Und wenn ihr auf YouTube geht, gibt es heute noch Leute, die da erstaunlich gute Musik mitmachen. Also natürlich eingeschränkt von den Sounds her und so weiter, logischerweise. Aber es gibt Leute, die fuchsen sich da echt rein und machen da echt super Sachen draus. Sehr schön. Ja, Super Mario Kart. Absoluter Pflichttitel auch, wie Super Mario World logischerweise, habe ich mit meinem Bruder damals wirklich hoch und runter gespielt. Bis zum Erbrechen. Ich habe sogar noch mein altes Modul hier irgendwo rumstehen. Überall goldene Pokale geholt und oh, dann gab es so Specials wie die Rainbow Road und so weiter. Auch das ein absoluter Klassiker. Ich werde auch hier jetzt nicht sehr, sehr tief drauf eingehen. Hier zeigt es halt so ein bisschen, was für Streckenauswahl es gibt. Hier diese Bowser Castle, die Strecken. Die fand ich persönlich immer am fiesesten, weil die so nicht so, die haben Fehler nicht so vergeben. Also ne, wie hier so bei normalen Mario Circuit, wenn ihr halt eine Kurve nicht ideal genommen habt, dann wart ihr halt auf den Sand. Gut, dann wurdet ihr natürlich ausgebremst, aber es war jetzt nicht schlimm. Genauso hier wie die Ghost Rallies. Aber hier waren halt die Streckenbegrenzungen halt feste Steine. Und dann seid ihr immer pop, pop, gegen Steine gefahren und dadurch seid ihr halt immer sofort zum Stoppen gekommen. Deswegen waren die halt, musstet ihr schon wesentlich perfekter fahren als jetzt hier bei den normalen Mario Circuits und so weiter.
Ja, und natürlich die Einführung der ganzen Sondersachen zum Werfen und so weiter. Auch legendär natürlich die Multiplayer-Modi, hier der Battle-Modus, wo man in so einer Arena war. Ich weiß nicht, ob hier denn noch Bilder davon sind. Nee, hier werden nur so die einzelnen Cups vorgestellt, sehe ich gerade. Also die verschiedenen Rennserien mit den verschiedenen Strecken. Es gab halt diesen Multiplayer-Modus, da gab es halt diese Arenen, wo man sich dann halt gegenseitig gebettelt hat. Das ist das Berühmte, wo man die drei Luftballons hinten dran hat und dann kann man Items einsammeln und den anderen dann abwerfen und so weiter. Das habe ich komischerweise damals seltener gespielt. Wenn ich mit meinem Bruder gespielt habe, dann haben wir uns immer wirklich hier die Grand Prix-Strecken gefahren und die ganzen Cups gefahren, um uns da auch so ein bisschen gegenseitig zu unterstützen. Ne? Weil wenn der andere fährt, dann haben wir da schon einen Konkurrent weniger und der könnte sich denn ja auch mal etwas absichtlich zurückfallen lassen und so weiter. Das hat natürlich so ein bisschen vereinfacht, dann auch mal eine Goldpokal zu holen oder ähnliches. Ja, hier diese, aber meine Lieblingsstrecken wirklich, ach, die Eisstrecke, boah, die Eisstrecke, oh. Da waren ja diese Eisblöcke da, wo man dann quasi einmal gegenfahren muss, sind verschwunden und dann konnte man da durchfahren. Das war teilweise echt tricky, weil es dann auch so weiß auf weiß war. Ah, teilweise nicht einfach zu erkennen. Das hier, das war mal Cooper Beach, war meine Lieblingsstrecke, weil die hat so vom Sound her und vom Feeling her, ne, so ein bisschen an Urlaub und so weiter, fand ich echt immer am herrlichsten. Schöne Strecke auf jeden Fall, da muss man auch nicht so sehr aufpassen, wo man irgendwie hinfährt und so weiter. Schön. Ja, dann das war wahrscheinlich das Mario Special schon und sind wir hier bei Super Castlevania 4. Super Titel, auch absoluter Klassiker. Also bisher haben wir hier wirklich einen Klassiker, okay, vielleicht in Klammern Mario Paint, das ist halt nicht so gut gealtert, sage ich mal. Aber hier ein Klassiker nach dem anderen. Da haben sie wirklich noch gut einen draufgesetzt, weil Castlevania, die Serie, war ja natürlich auf dem NES schon Kult. Auf dem Game Boy war es schon zu der Zeit der erste Teil erschienen auf dem Game Boy. Der war ja auch nicht so geil. Aber es ist natürlich absoluter Kulttitel hier. Und da haben sie wirklich verbessert, zum Beispiel, dass man diese Peitsche so, so baumeln lassen konnte und damit ein bisschen steuern konnte. Natürlich auch so ein paar Mode 7 Effekte eingebaut und so weiter. Aber das, was mich beim Test, als ich den gemacht habe, ich habe das ja nachgeholt später und damals leider ist das an mir vorbeigegangen. Was mir wirklich fast am meisten geflasht hat, ist die Musik. Die Musik ist wie wirklich BÄM, Faust aufs Auge. Die ist so klasse. Vor allem, wenn man ja diesen ersten Level da quasi anfängt und diese Musik dann so langsam lauter wird und dann. Oh, Hammer. Hammer, wirklich. Sehr, sehr, sehr schönes Spiel auf jeden Fall. Kann ich wirklich auch nur jedem Mamsons ans Herz legen. Wird euch halt, ja, Castlevania dürfte halt auch euch den meisten ein Begriff sein. Und hier mit den vierten Teilen haben sie da echt was Gutes abgeliefert. Absolut Kult. Kann man nicht anders sagen. Und auch hier gehen sie so ein bisschen mehr auf die verschiedenen Level ein, was euch da erwartet und so weiter. Ja. Super Ghouls and Ghosts. Ja, an das Spiel habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht so wirklich rangetraut. Und zwar der Vorgänger. Der war ja wirklich schon sehr berühmt. Das war ja ein Arcade-Spiel, was auch auf die Konsole portiert wurde. Und es ist wirklich als sehr, 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 sehr schwerer Titel bekannt. Und der Nachfolger soll nicht viel anders sein. Und ich habe das in meiner Sammlung, das Modul. Aber ich habe mich bisher um den Test so ein bisschen gefürchtet, wenn man das so sagen, weiß ich nicht. Also ein bisschen umgangen, weil es natürlich so ein schweres Spiel ist. Und ich bin mittlerweile, was so schwere Spiele angeht, nicht so frustresistent. Früher hätte ich mich da wahrscheinlich durchgequält, aber heutzutage, ich weiß nicht. Ich habe da irgendwie nicht die Geduld mehr für, weil man halt ein Spiel immer und immer mal wieder spielen muss. Und vor allen Dingen hier ist es ja wirklich so, glaube ich, oder war es beim Vorgänger so, dass man das Spiel theoretisch ja zweimal durchspielen muss, weil um das wahre Ende zu sehen. Und das ist natürlich nochmal wirklich uff. Ja, ist ein Action-Plattformer. Ihr steuert den guten, wie heißt der Held? Genau. Arthur. Durch die verschiedenen Levels müsst ihr natürlich verschiedene Monster erledigen und so weiter. Hier natürlich auch zum Beispiel der Gast, der Auftritt, der den später Held, dieser Gargoyle, rote Gargoyle, der später Held von Demon's Quest werden sollte oder auch Gargoyles Quest auf den Game Boy. Der kommt nämlich aus dieser Spielserie tatsächlich. Und ja, verschiedene große Gegner, die Level, was mir auch da gefiel, ich habe es kurz natürlich reingespielt, dass das hier so ein bisschen warpen und so weiter, das wäre auf dem NES damals überhaupt nicht möglich gewesen.
Doch hier dreht sich hier so ein bisschen. Also grafisch sieht das schon super aus, leidet allerdings ganz, ganz leicht an Slowdowns, was etwas schade ist. Aber ich denke mal, das ist einfach daran geschuldet, dass das Spiel eben so früh erschienen ist. Da hatten so Drittentwickler halt einfach noch nicht die Erfahrung, was sie genau mit dem System anfangen können, wie sie da was rausholen können und so weiter. Ne? Ja, Street Fighter 2. Ich bin natürlich jetzt bei Fighting Games nicht so der Experte. Ich weiß aber, dass ich damals Street Fighter 2 Turbo gespielt habe. Da sind auf jeden Fall noch die Endbosse, also Bison und Sagat und so weiter dabei. Und dieser Turbo-Modus, der ist, glaube ich, nagelt mich denn aber nicht drauf fest, dass das alles in etwas schneller abläuft. Aber wie gesagt, Fighting Games, was da genau der Unterschied ist und so weiter, das ist bei mir immer etwas dünnes Eis. Ja gut, Street Fighter war eine riesen Serie damals und auch das Genre, da wurde damals halt groß. Da gab es ja später noch den großen Konkurrenten Mortal Kombat und so weiter. Ja, hier die Version ist natürlich im Vergleich, wenn ich die Turbo-Version habe, greife ich natürlich eher zu der Turbo-Version, ist klar. Weil mehr Kämpfer und im Prinzip dasselbe. Das ist, ja, im Prinzip ist Street Fighter 2 Turbo, das heißt nicht umsonst Street Fighter 2 Turbo, ist halt so eine Art Upgrade. Deswegen ist der erste Teil meiner Meinung nach ja nicht so gut gealtert, aber hey, hier werden auf jeden Fall dann auch die einzelnen Kämpfer vorgestellt. Ich weiß auch, dass ich damals immer ganz gerne den E-Honda gespielt habe, und zwar hier wegen seinem Schlag der 1000 Hände. Das kann man nämlich, konnte man sehr gut bei der Kampagne gegen den Computer so ein bisschen missbrauchen, sage ich mal, indem man halt ganz einfach immer diese Attacke gemacht hat, dann kam man eigentlich ganz gut weiter. Aber mit Chani hatte ich auch mal einen Spaß. Also Ryu und Ken, die waren nie so meine Kämpfer. Blanka, Zangief war mir immer so etwas zu langsam, aber das ist ja das Gute. Das ist ja eher so dieser robuste russische Wrestler, der eher mit Würfen arbeitet und so weiter. Ich stehe bei solchen Spielen meistens eher so auf die schnellen Schlanken. Okay, sagt gerade, er hat E-Honda gerne gespielt. Nee, aber auf jeden Fall, wie gesagt, ich bin kein Experte in dem Genre, um Gottes Willen. Ich reiß da nie großartig was, aber das waren so meine Lieblingskämpfer. Wobei ich immer die Matte von dem Geil, wie wird ausgesprochen offiziell? Guile? Geil? Habe ich immer sehr bewundert. Fand ich vom Stil her sehr, sehr geil damals. Ich weiß auch nicht wieso. Genau hier die Großmeister Balrog, Vega, Bison. Gab es eigentlich noch einen vierten Großmeister? Jedenfalls, die waren dann halt im Turbo-Teil dann auch spielbar. War da nicht noch einer? Ah ne, Vega. Ja, Entschuldigung. Ah. Panda, wenn du mal zählen könntest. Ja, Super Soccer habe ich noch nie gespielt, ehrlich gesagt. Auch das in meiner Sammlung, das ist also ein typisches 5-Euro-Modul, wo man, wenn man drüber stolpert, sagt, komm, scheiß drauf. Ja, Fußballspiel sieht von der Optik ganz in Ordnung aus. Gut, wenn eine neue Konsole rauskommt, das war damals gesetzt, heute ist das natürlich so ein bisschen aufgelockert, muss es ein Fußballspiel geben und ein Tennisspiel. Das war eigentlich bei jeder Konsole damals so, das war bei dem NES so, das war bei den Game Boy so, das muss natürlich bei den Super Nintendo auch sein. Der Typ hat so etwas vom Oliver Kahn irgendwie. Ja, deswegen, ich kann euch echt nicht viel dazu sagen. Anscheinend haben hier die verschiedenen Länder logischerweise auch verschiedene Stärken und Schwächen. Deutschland ist natürlich da relativ stark, stärker als Belgien zum Beispiel. Man kann anscheinend auch verschiedene Aufstellungen benutzen. Joa. Ja, World League Basketball. Ja, okay, Basketballspiel, ne, muss es natürlich auch geben, aber das Spiel ist echt nicht gut. Das hatte ich ja mal mit dem Joe in unserer, oder verwechsel ich das gerade? Nee, in unserer Quält sich zusammen quasi Folge aufgenommen. Das ist halt so, guckt euch mal die Spielgrafik an. Klar, die Technik ist etwas simpler und so weiter, aber hier wirklich so als blaues Nichts als Hintergrund haben und nicht mal irgendwie angedeutete Zuschauerränge oder irgendwie sowas, ist schon sehr seltsam. Denn durch diese Perspektive mit dem Mode 7 Effekt, ihr seht, das ist halt so Third Person würde man heute wahrscheinlich sagen, nur halt in Kacke, weil die Kamera natürlich nicht entsprechend steuern könnt. Dadurch geht es irgendwie so die Übersicht ziemlich verloren irgendwie.
Haben sie auch nur zwei Seiten gegönnt. Also es ist wirklich so, Bälle gezielt werfen ist da echt Glückssache. Ja, Super Tennis. Das ist allerdings ein sehr solides Sportspiel auf jeden Fall. Da habe ich ja auch schon mal ganz am Anfang meiner YouTube-Karriere einen Test gemacht. Ja, sehr sympathisches Spiel auf jeden Fall. Super solide umgesetzt, kann man nicht sagen. Tennis. Ein gutes Tennis 16-Bit-Spiel. Mehr braucht man dazu nicht sagen. Super WrestleMania habe ich noch nie gespielt, habe ich auch leider nicht in meiner Sammlung. Ich habe ja WrestleMania eher so WWF Superstars auf dem Gameboy immer gespielt. Natürlich hier mit den ganzen guten alten Klassikern wie Hulk Hogan, Macho Man und so weiter. Ja, ich kann euch echt dazu nichts sagen. Ach, Undertaker ist sogar auch dabei. Sehr geil. Ja, Million Dollar Man und so weiter. Ich habe noch von den Gameboy-Teilen WWF Superstars 1 und 2 habe ich die Melodien so im Kopf. Ne? Die haben ja alle ihre eigene Erkennungsmelodie und so weiter. Herrlich. Also von der Grafik her sieht es ganz okay, vernünftig aus, aber puh. Vom Spielen her nagelt mich nicht drauf fest, wie sich das spielt. Wir haben ja viele Wrestling-Fans, zumindest sind viele von euch Wrestling-Fans, so wollte ich das sagen. Ihr wisst wahrscheinlich besser, ob das Spiel was taugt oder nicht. Das taugt allerdings auf jeden Fall was. Turtles in Time, das habe ich auch leider eher damals, irgendwie ist das komplett an mir vorbeigegangen. Das habe ich dann erst in der neueren Zeit nachgeholt. Absoluter Spitzentitel. Super Beat'em'up mit den ganzen Turtles, super Grafik. Also da wurde wirklich abgeliefert. Ich war damals ein großer Turtles-Fan und ich hätte, wenn ich das Spiel damals gehabt hätte, hätte ich das so derbst abgefeiert. Ich sag euch, ich hätte das so abgefeiert. Leider bin ich jetzt erst so spät dazu gekommen, aber hey, die reist halt, ja, wie der Name schon sagt, so ein bisschen durch die Zeit auf jeden Fall. Ne? Man sieht, man ist dann auch auf dem Piratenschiff und so weiter. Und das Gute an dem Spiel ist, finde ich, es ist nicht zu schwer. Es bietet eine gewisse Herausforderung, aber man kann es eigentlich ganz gut durchspielen. Und das ist natürlich auch nicht verkehrt. Ne? Es muss ja nicht immer dieser enorm schwere Schwierigkeitsgrad sein, der einen einfach irgendwie blockiert oder sowas. Ja, wunderbares Spiel, wobei natürlich so ein bisschen dieses Sewer-Surfen, also hier so ein bisschen dieser Autoscroll-Level, nenne ich das mal, die waren ja teilweise etwas nervig, aber es gehört dazu. Da wurde auch sich so ein bisschen um Abwechslung bemüht. Natürlich auch so mit diesem Mode-7-Effekt, wo man die Foot Clan-Soldaten in den Bildschirm reinwerfen konnte. Das war damals aber spektakulär, ne? Ja, Krusty Super Fun House ist auch eine kuriose Geschichte. Das ist das beste Simpsons-Spiel auf dem System auf jeden Fall. Es gibt natürlich diverse Simpsons-Spiele, aber das ist besser. Das ist eigentlich so ein Spiel, boah, wie hieß das Original? Das war irgendwas auch mit Mäusen oder irgendwie sowas. Das war eigentlich ein Amiga-Spiel und was mit Simpsons gar nichts zu tun hatte. Und da haben sie das Spiel genommen, haben einfach den Hauptcharakter Sprite und so ein bisschen die Grafiken halt angepasst, auf Simpsons gemünzt und das dann halt zu Krusty Super Funhouse veröffentlicht. Hat mit Krusty und mit den Simpsons so gesehen nichts zu tun. Ihr habt halt so ein Riesenhaus und da sind halt entsprechend in einzelnen Abschnitten oder Räumen laufen halt Ratten rum. Und ihr müsst halt dafür sorgen, dass ihr diese Ratten so lemmingmäßig, lemmingmäßig ist vielleicht der falsche Vergleich, aber ihr müsst die so in Tötungsmaschinen locken und dafür müsst ihr halt denen den Weg bereiten. Die Mäuse laufen halt immer stumpf, denn halt so lange, bis sie auf irgendein Hindernis stoßen und laufen sie wieder zurück. Ihr müsst halt natürlich dafür sorgen, dass ihr dann entweder über die Hindernisse irgendwie hinwegkommen oder dass ihr halt etwas über die Hindernisse herumbaut, dass sie halt, halt irgendwie zu der Tötungsmaschine dann halt gelaufen kommen. Klingt natürlich jetzt sehr brutal, ist aber ein ganz netter, sympathischer Action-Puzzler, würde ich es nahe sagen, oder Plattformer-Puzzler, so wie man das auch bezeichnen will. Hat aber natürlich mit Simpsons gar nichts zu tun, aber das ist halt von der Historie her, dass das im Prinzip nur so ein Sprite-Swap war oder wie man das auch nennen will. Daher rührt das einfach. Aber ich sehe gerade, da haben sie aber ganz schön viel Platz für gemacht. Ne? Als nächstes Roadrunners Death Valley Rally. Ja, ist nicht so ein gutes Spiel. Ich weiß doch, ich habe mir das damals von einem Kumpel ausgeliehen. Also grafisch macht das super was her. Sieht auf den ersten Blick echt fantastisch aus. Aber spielerisch ist das Ding nicht gut. Ich habe, glaube ich, auch mal schon mal eine Quälzig-Folge daraus gemacht. Wie gesagt, damals aus einem Kumpel ausgeliehen. Zuerst so, boah, sieht das Hammer aus. Also als ich das bei dem Kumpel gesehen habe. Und als ich das denn selber gespielt habe, war so, oh, okay.
Deswegen wollte er mir das unbedingt ausleihen und was anderes von mir haben. Also echt nicht gut, echt nicht gut. Also die Steuerung ist viel zu schwammig und zu komisch und so weiter. Also die Prämisse des Spiels ist natürlich, dass ihr den Roadrunner spielt und halt den Coyote davonlaufen müsst. Gibt es natürlich verschiedene Hindernisse auf dem Weg, denen ihr halt ausweichen müsst und so weiter. Ja, wie gesagt, grafisch beeindruckend, aber der Rest ist leider halt ungeil. Ja, Addams Family, das ist ein solider Plattformer. Das ist jetzt nichts großartig Besonderes. Also man sieht, das ist ein frühes Magazin. Da mussten sie halt sowas auch noch mit reinpacken. Mich wundert, dass da Zelda nicht drin ist, ne? Oder war das da noch nicht erschienen? Blätter mal grob durch, weil mir kommt gerade so der Gedanke, warum haben die Zelda nicht da drin? Aber dann war das da wahrscheinlich noch nicht erschienen. Ja gut, dann mussten sie dann natürlich auch solche Spiele nehmen. Ist halt ein solides Spiel. Ist, ne? Addams Family, ein Plattformer. Kannst nichts mit falsch machen. Haben sie auch jetzt nur zwei Seiten gegönnt. Brauche ich nichts zu sagen. Ist durchschnittlich. Man kann es spielen. Man macht jetzt nichts falsch damit. Aber es gibt natürlich wesentlich bessere Spiele, wie zum Beispiel F-Zero. Ja, das war natürlich der große Showcase, um zu zeigen, was man im Mode-7-Effekt machen kann. Das war damals fantastisch, wie schnell das Spiel lief. Und dann halt mit so einer Rückenansicht, wie man damit, also spielerisch irgendwie 400, 500 Sachen dann durch die ganzen Level irgendwie geheizt ist und so weiter. War damals echt fantastisch auf jeden Fall. Ja, heutzutage ist es natürlich schade, dass es zum Beispiel keinen Multiplayer-Modus gibt und so weiter, was es zum Beispiel bei Mario Kart gibt. Aber es sollte halt einfach die Technik zeigen. Das war wirklich ein verdammt früher Titel und ich meine, mit dem Spiel haben sie dann auch ganz früh, bevor das Super Nintendo erschienen ist, auf Messen und sowas halt auch diese Kapazitäten gezeigt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Irgendwie war es ein sehr, sehr schönes Spiel, sehr futuristisch und sowas, was man ja auch nicht so oft hat. Das Spiel steuert ja diese Autos, die dann quasi keine Räder haben und so leicht schweben und deswegen wird das quasi erklärt, dass ihr halt so schnell unterwegs seid. Schönes Spiel. Ja, Top Gear. Auch noch nicht gespielt. Top Gear 2 hatten wir ja letztens in unseren Retro-Battle. Habe ich ja nicht so gut abgeschnitten. Wie natürlich ist der erste Teil, ist keine Ahnung. Aber so grafisch sieht es eigentlich fast wie ein PC-Port aus. oder Heimcomputer-Port. Bin ich natürlich jetzt auch nicht so hundertprozentig sicher. Auch da, der SNES Maniac ist ja ein ganz, ganz großer Fan von so Rennspielen. An dieser Stelle viele Grüße an dich, falls du hier reinschaltest. Da könntest du wahrscheinlich besser sagen, ah, da haben wir Zelda. Ich wollte ja schon sagen, ich wollte ja schon rumnörgeln, ne? Ja, wunderbar. Oh, was mir gerade so auffällt hier, diese Weltkarte, ne? In dem Stil, ich halte es mal so ein bisschen besser in die Kamera. In dem Stil sieht man die auch nicht oft. Ne? Das ist schön, das ist eine schön gezeichnete Karte. Man sieht ja, es gibt natürlich so viele Übersichtskarten, aber da benutzt man halt eher so diese Optik des Spieles und dieses gezeichnete. Haben sie doch nicht. Wunderbares Spiel, habe ich damals gesuchtet ohne Ende. Das war so eins meiner großen Spiele, die mir auch so ein bisschen gezeigt haben, was Spiele können, wie lang, groß und komplex die einfach sein konnten. Ne? Das war damals nicht normal, unbedingt. Klar, es gab auf dem PC irgendwelche oder Heimcomputer irgendwelche Rollenspiele und so weiter, da hatte ich jetzt keinen Zugang zu. Man hat halt irgendwelche Arcade-Umsetzungen gespielt oder irgendwelche Plattformer, die halt nur so waren, aber hier konntest du wirklich Dutzende Stunden reinbringen und viel erkunden und so weiter. Und das war damals einfach neu. Aber auch dieses Spiel, man zeigt so ein bisschen, was man hier machen kann. Verschiedene Items, die man einsammeln kann und so weiter. Aber auch hier werde ich jetzt auch nicht weiter groß drauf eingehen, weil ihr kennt es alle. Sag mal ehrlich, ihr kennt es alle. So, und weiter geht's mit SimCity. Ja. Auch ein wunderbares Spiel, war ja eine Spielserie, oder Serie war es ja damals noch nicht, sondern nur ein Spiel. War ein großer, großer Hype, da hat ja der kreative Kopf Will White, heißt er, der legendäre Spiele, ja, Entwickler oder Genie, wie man es auch nennen will, Design-Legende, auf den Heimcomputern ursprünglich rausgebracht, aber da war Nintendo von dem so beeindruckt, dass sie es unbedingt auch auf ihrem neuen System haben wollten. Und deswegen gibt es SimCity auch für das Super Nintendo. Und manche sagen sogar, dass es die beste Version von SimCity 1 ist, die man haben kann.
Weil die natürlich dann noch so ein bisschen den Nintendo-Charme reingebracht haben. Ne? Also im Original war zum Beispiel, da gab es ja diese Naturkatastrophen. Also grundsätzlich, SimCity muss ich auch wahrscheinlich kein großartig erklären. Ihr baut eine Stadt auf, legt verschiedene Bereiche voll, müsst ihr euch auch um Verkehr achten und hier und da natürlich nicht, dass ihr da als Bürgermeister irgendwie gefeuert wird. Und da gab es natürlich auch die verschiedenen Katastrophen. Und im Original hat halt Godzilla das alles so ein bisschen kaputt gemacht, also eine der Katastrophen. Und hier war es dann natürlich ein großer Bowser und so weiter. Ne? Und hier natürlich auch Denkmäler, das war dann zum Beispiel, dass es halt ein Mario-Denkmal war. Und es hat so einen gewissen Charme gebracht, ihr hattet auch diesen Berater. War eine schöne Sache, haben sie wirklich schön portiert auf jeden Fall. Auch ein sehr überraschendes Spiel so gesehen, aber irgendwie Nintendo hat da gesagt, jo, Bill White, wir wollen unbedingt was mit dir machen. Du hast Talent. Diese SimCity ist einfach super. Und dann haben wir es einfach gemacht. Und das finde ich super. Stellen sie auch hier sehr ausführlich dar. So, super Art-Hype. Ja, Art-Hype war ja auch so eine Serie, mit der ich auf den Gameboy quasi in Kontakt kam. Auch das habe ich damals nicht gespielt. Heutzutage leider das leider so ein bisschen auch unter Slowdowns. Auch da, wie gesagt, wird wie bei Super Ghouls and Ghosts so ein bisschen dieser Effekt sein, dass es ja ein früher Titel war und sie noch nicht so unbedingt wussten, wie sie mit der Hardware umgehen mussten. Das ist ja heute teilweise immer noch so, dass wenn eine Konsole ganz frisch auf den Markt gekommen ist, dass die Drittentwickler immer so ein bisschen Probleme haben, das quasi alles drauf anzupassen und so weiter. Wie gesagt, ein sehr, sehr schönes Spiel auf jeden Fall. Ja, im Prinzip die klassische Art-Hype-Formel, die halt auf die 16-Bit-Ära geholt wird, ist ein solider Shoot'em-up, würde ich sagen. Also man muss natürlich auf das Genre ein bisschen stehen. Ich habe so ein bisschen Gefallen in letzter Zeit dran gefunden auf jeden Fall. Und kann man auf jeden Fall machen. Und wie gesagt, wenn er die Slowdowns nicht stören. Ne? Was natürlich ein super Spiel ist, ist Super Protector Alien Rebels. Ja, das ist ja in den USA auch unter dem Namen Contra oder auch in Japan unter dem Namen Contra bekannt. Hier in Europa wurden ja die menschlichen Kämpfer dann halt gegen die Roboter ersetzt und wurde es halt Protector genannt. War denn der dritte Teil, wenn ich das richtig im Kopf habe? Und auf dem NES natürlich schon sehr, sehr gut abgeliefert. Auf dem Gameboy übrigens auch super Spiele. Wurde auch sehr gut portiert. Und hier wurde natürlich auch nochmal einen draufgesetzt. Wobei ich das Spiel leider nicht in meiner Sammlung habe. Deswegen kann ich euch da jetzt auch nicht so viel erzählen. Was halt da interessant ist auf jeden Fall, dass es auch diesen Perspektivwechsel gibt. Normalerweise habt ihr halt diese 2D-Seitenansicht und hier ist es so eine 2D-Draufsicht, wo ihr dann von eurer Draufsicht dann rumsteuert. Sehr, sehr schön und sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Grafisch natürlich auch durchaus ein Brett. Da kann ich euch aber mehr zu erzählen. Pilot Wings, ja, das hatte ich nämlich früher und das hat mich damals fasziniert. Ich habe es immer und immer wieder probiert. Auch das sollte eher so eine Art Showcase für den Mode 7 Effekt sein tatsächlich. Im Prinzip ist es ein pazifistisches Spiel von damals. Und das war damals ungewöhnlich. Also klar, es gibt da diese Kampfhubschrauber-Missionen, aber das kam erst später. Und zwar wollt ihr eine Fluglizenz machen. Und dafür müsst ihr halt verschiedene Fluggeräte, müsst ihr verschiedene Aufgaben lösen, wie zum Beispiel hier Fallschirmspringen auf eine bestimmte Plattform landen oder mit einem Doppeldecker durch verschiedene Ringe in der Luft fliegen. Hier, es gibt dann den Raketenrucksack. Wie heißt der? Nee, mir fällt es gerade nicht ein auf Deutsch. Drachenfliegen gibt es, ne? Und so weiter. Sehr, sehr schönes Spiel. Und was ich auch da fantastisch finde, ist halt einfach die Musik. Die ist so ganz entspannt, so okay, ich kann schlecht Musik nachmachen, Entschuldigung, ich höre auf. fantastisch auf jeden Fall und diese Musik ist mir heute noch in den Ohren, weil die einfach so entspannt ist. Ja, Paperboy 2. Ganz ehrlich, was soll das? Also ich hatte Paperboy 2 schon auf den Gameboy, eher so, naja, Titel Paperboy, das war halt so eine Arcade-Serie, wo ihr halt ja so einen amerikanischen Zeitungsausträger-Jungen spielt. Ihr fahrt mit dem Fahrrad durch irgendwie Nachbarschaften und müsst Zeitungen in den Briefkasten werfen. Habt natürlich verschiedene Hindernisse, es ist schwer und so weiter. Arcade hat das vielleicht einen Sinn gemacht. Aber auf dem Gameboy habe ich mir das dann auch gefallen lassen. Aber auf dem Super Nintendo, ich guckt euch mal die Grafik an, die ist doch voll billig. Also als ob das Super Nintendo nicht was Besseres als den Scheiß hier irgendwie leisten hätte können. Ich weiß nicht.
Das ist allerdings gut. Joe & Mac habe ich ja letztens einen Test gemacht, weil der gute Stefan mir das empfohlen hat. Sehr, sehr schöner Plattformer, der so ein bisschen an Adventure Island erinnert. Kann man sehr, sehr empfehlen auf jeden Fall. Macht Spaß auf jeden Fall. Ach nee, das ist Super Adventure Island. Ich sag's gerade, die Spiele sehen sich ja aber auch verdammt ähnlich, oder? Ganz ehrlich, so vom Grafikstil und so weiter dürfen ja auch beide von Hudson Soft sein, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, steht ja sogar. Also das ist von Data East. Oh. Ich sollte so spät nicht mehr aufnehmen. Entschuldigt, vergiss, was ich gesagt habe. Aber wie gesagt, das ist auch ein super Spiel, das ist auch ein super Spiel. Spielen sich aber meiner Meinung nach so relativ ähnlich und auch so ein bisschen so der Look. Ne? Also so komplett unterschiedlich ist er nicht. Ich weiß, steile These, aber hier Caveman, Ninja, Joe und Mac, das ist, hat Spaß gemacht. Ja, Chess Master, das gab es wirklich auf jedem System damals. Einfach ein super Schachspiel einfach. Ja, hier haben wir noch verschiedene Grafik-Sets anscheinend. Habe ich letztes Mal einen Podcast zugehört. Und zwar, glaube ich, war es von Stay Forever oder sowas oder irgendwo am Rand. Das ist wirklich so die führende Serie, Schachspielserie war, die halt regelmäßig halt Updates rausgebracht hat wegen KI und so weiter. Aber dieses berühmte Bild hier sollte eigentlich jedem, der damals irgendwelche Spielemagazine oder sowas in der Hand gehabt hat, durchaus bekannt vorkommen. Ja, Lemminge war auch damals ein großer Hype, sollte auch jedem bekannt sein. Ihr steuert halt so ganz viele kleine Lemminge, die ja verschiedene Aufgaben zuteilen könnt. Und die Grundaufgabe ist es halt, die Lemminge zum Ziel zu bringen. Und da gibt es natürlich verschiedene Hindernisse und so weiter, wo ihr euch durchgraben müsst oder halt bei Lemminge natürlich, wie das Klischee ist, natürlich auch gerne mal in Abgründe laufen und so weiter. Ist es natürlich so, dass ihr zum Beispiel so Stopper irgendwo hinstellen müsst, dass die halt in den Abgrund runterlaufen und so weiter. Fiege Knobel macht sehr viel Spaß auf jeden Fall. Ich habe den zweiten Teil hier, glaube ich, irgendwo in meiner Sammlung rumliegen. Cool Titel, aber damals natürlich vor allem auf dem PC. Ja, das war's anscheinend schon mit Spielen. Und dann machen wir noch ein bisschen Werbung für das NES. Ja, müssen wir nicht großartig. Und den Gameboy natürlich mit der tollen Gameboy-Tasche, den Akku. Wunderbar, gehe ich jetzt auch nicht weiter drauf ein. Gameboy-Spieleberater hatten wir ja schon. Hier nochmal der Laden, wo ich den Spieleberater gekauft habe. Ja, und ansonsten sind wir schon durch. Ich habe versucht, so ein bisschen mich zu bemühen und das nicht zu lang zu strecken, aber natürlich bei 140 Seiten, da kommt natürlich einiges zusammen. Ja, schöner, solider Spieleberater. Ich weiß gar nicht, ob es einen Super Nintendo Spieleberater 2 gibt, wie bei dem Gameboy, dass man quasi noch so ein paar spätere Titel irgendwie hat. Müsste ich mich mal informieren. Schauen wir mal, würde ich sagen. Auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht, da durchzublättern wie mir. Und ich wünsche euch noch einen fantastischen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Und ich hoffe, wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ihr fantastischen Menschen. Tschüss.